deine Meinung zum Tod von Takeoff von dem Migos. Wo, ich sag euch, mich fuckt das mies ab, weil ich höre Migos echt oft, ne? Warum gehst du ins Ghetto, wenn du Multimillionär bist und spielst mit irgendwelchen Ghetto-Ratten Würfelspiele, Glücksspiel um Geld? Ihr müsst auf euer Umfeld aufpassen. Ihr müsst auf eure Umgebung aufpassen. Das ist wirklich, das ist kein Spaß. Die Leute um euch herum, das ist verdammt wichtig. Mit den richtigen Leuten um euch herum, habt ihr ein geiles Leben. Falsche Leute um euch herum treiben euch immer nur in Scheiße rein. Wäre der Typ nicht im Ghetto irgendwo Würfel spielen gewesen, hätte er jetzt sein weiteres Leben entspannt genießen können. Das Problem ist, ich glaube, dass die meisten von denen halt einfach süchtig sind und diese alten Gewohnheiten nicht ablegen können. Die wissen, okay, hier damals habe ich mich hier rumgetrieben, ich war da mit den Leuten unterwegs. Das ist so ein gewisser Reiz, das ist ein gewisses Adrenalin und die meisten, glaube ich, können das nicht ablegen. Und dann passiert sowas. Ich verstehe es halt, ne? Deswegen auch der Tipp an euch, ne? Wenn ihr gewisse Freunde habt, mit denen ihr vielleicht aufgewachsen seid, ihr möchtet irgendwas in eurem Leben erreichen und ihr habt Freunde und eure Freunde sind halt, ja, nicht auf diesem Film unterwegs, sondern die haben andere Interessen, sag ich mal. Die verfolgen vielleicht eher die Schiene der Kriminalität oder die bauen gerne ein bisschen Scheiße. Die gehen gerne abends irgendwo raus, prügeln sich einfach mit irgendwelchen Leuten aus Spaß oder machen irgendwelche Überfälle oder irgendwas, ne? Wenn ihr Ziele in eurem Leben habt, wenn ihr ein vernünftiges Leben für euch selbst aufbauen wollt, hängt nicht mit solchen Leuten ab. Früher oder später heißt es, mitgehangen, mitgefangen. Solche Leute sind immer wie so ein Sumpf. Früher oder später werdet ihr in diesem Sumpf gefangen und dann werdet ihr in die Scheiße reingezogen. Stellt euch mal vor, schau mal. Ihr wisst, einer eurer besten Freunde ist zum Beispiel jemand, der immer auf Stress hinaus ist. Der geht in die Disco, prügelt sich. Ihr müsst Woche für Woche quasi mit dem Typen sich mit anderen Leuten prügeln, weil er immer Ärger anfängt. Aber ihr macht es, weil es ist euer bester Freund und auf hier diese Loyalität mäßig zu eurem Freund macht ihr da mit und prügelt euch gemeinsam mit eurem Kumpel immer gegen irgendwelche fremden Leute. Okay, einmal, zweimal, vielleicht ist es lustig. Irgendwann, wenn ihr das so macht und immer wieder mit dem Typen abhängt, der Ärger macht, irgendwann passiert eine von zwei Sachen. Möglichkeit Nummer 1, ihr gerät an die falschen Typen und die prügeln euch windelweich, bis ihr im Krankenhaus landet oder vielleicht behindert seid oder noch schlimmer vielleicht. Möglichkeit Nummer 2, ihr landet im Knast oder so. Stellt euch mal vor, ihr wieder aus Fake-Loyalität prügelt euch gemeinsam mit eurem Kumpel gegen irgendwelche Leute, weil er wieder Ärger angefangen hat. Einer der Typen bekommt so eine gegen den Kopf, dass er umkippt und stirbt. Und dann seid ihr in dieser ganzen Drecksituation nur drin, weil ihr euch nicht von diesen Typen distanziert habt. Aus Fake-Loyalität ihm gegenüber, weil es ja ein Kumpel ist und so, habt ihr euch selber in diese Scheiße mit reinziehen lassen. Und dann seid ihr für das restliche Leben von euch, seid ihr komplett am Arsch. Freunde hin oder her, egal wie lange ihr befreundet seid, denkt auch an euer eigenes Leben. Einer meiner besten Jungs ist genau so einer gewesen. Ich liebe den Jungen, auf den es immer Verlass, egal was ist. Wenn ich ihn anrufe und sage, ey, morgen, ich habe hier Umzug, ich brauche dich, weil wir müssen hier 8 Stunden Möbel aufbauen, aufräumen, er kommt. Wenn ich ihn anrufe und sage, ey, pass auf, Digga, bei mir stehen 5 Leute vor der Tür, die wollen mich jetzt kaputt prügeln, der kommt. Einer meiner wirklich engsten Freunde, schon seit meiner Kindheit auf. Das Ding ist aber, der hat einen Knacks. Und zwar, wenn er Alkohol trinkt, spinnt er komplett rum. Der vergisst, wer seine Freunde sind. Der fängt an zu halluzinieren. Der hat dann Wahnvorstellungen. Das geht sogar so weit, dass er mir im Club mal eine Ohrfeige gegeben hat. Der war so besoffen und wieder in seinem Halluzinationsfilm. Ich bin hingegangen, ich meine so, ey, alles gut bei dir? Und er brettert mir einfach eine Backpfeife und sagt, ey, fass mich nicht an, wir kennen uns nicht. In dem Moment, ne, ich bin komplett am Eskalieren gewesen. Ich habe ihn gepackt, ich hab ihn rausgezerrt aus der Disco. Und ich habe ihm gesagt, ey, du bist mein bester Freund, ne? Aber wenn du mich noch einmal anfasst, im Club vor anderen Leuten, die zuschauen, ganz besonders, ne, poliere ich dir die Fresse, dass du nie wieder auch nur einen Schluck Alkohol machen kannst. Ich habe ihm damals diese Ansage gemacht, ne? Ich gehe nie wieder mit dir irgendwo hin, wenn du Alkohol trinkst. Und das habe ich bis heute eingehalten. Ich war seit dem Tag, glaube ich, nie wieder mit ihm feiern. Und das ist jetzt schon ungefähr 8 Jahre her. Das war so die Kirsche auf der Sahnetorte. Der hat mich schon einmal fast umgebracht.
Ich übertreibe nicht, der hat mich fast umgebracht. Wieder so eine Situation. Wir waren gemeinsam in der Disco, wir waren vielleicht 19 Jahre alt. Er war damals, oder ich war vielleicht 20, er war 19. Ne? Ein paar Jahre vorher war das. In der Disco haben wir uns schon mit ein paar anderen Typen geprügelt, weil er das angezettelt hat. Aber egal, es war, wir mussten zu ihm halten. Wir wussten in dem Moment nicht, wer das angezettelt hat. Jemand ist zu uns gerannt, also seine Cousine ist damals zu mir gerannt, hat gesagt, ey, pass auf, der schlägert sich da drüben gleich gegen mehrere Leute, er braucht Hilfe. Ich bin quer durch die Disco gerannt in die andere Halle, hab ihn dort vor zwei richtigen Ochsen gesehen und hab gedacht, okay, hier geht's jetzt Action, keine Fragen stellen, hier muss jetzt durchgebrettert werden. Er sieht mich, er sieht, dass ich da bin und er verteilt die erste Hand und es eskaliert. Eine richtige Schlägerei ansteht. Wir verteilen ein paar auf die Fresse, wir bekommen ein paar auf die Fresse. Das Ende vom Lied ist, dass die beiden Typen, die wir da verprügelt haben, da lagen und Krankenwagen kommen musste, um die aufzurappeln vom Boden. Wir haben unsere Sachen geholt, wir sind aus der Diskothek rausgerannt, Polizei, Krankenwagen ist alles gekommen. Wir sind zu Fuß weggerannt von der Diskothek, damit wir quasi weder im Taxi noch im Shuttlebus oder irgendwas von der Polizei gefunden werden. Ne? Nicht, dass sie da halt die Taxis und so durchsuchen. Wir sind von der Diskothek bis zum Bahnhof gelaufen. Von Nürnberg, die Diskothek hieß damals Rascha, das war eine russische Disco, das ist mittlerweile das Won. Bis zum Bahnhof, das ist über eine halbe Stunde Fußweg. Über eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine Dreiviertelstunde. Wir sind quer durch die Stadt zu Fuß gegangen. Mittendrin, irgendwo auf dem Weg, da war so ein Versicherungsgebäude oder sowas, glaube ich. Und es hat, oder ein Hotel war das, glaube ich. Und es hatte so große, mango-große Kieselsteine. Ne? Und der Trottel hat mitten auf dem Weg das Ding aufgehoben und in seine Tasche gepackt. So einen großen Stein, ne? Wir sind am Bahnhof angekommen, in der Unterführung. Und in der Unterführung laufen uns mehrere Typen entgegen. Auch ein bisschen auf Krawall aus, so wie es ausgeschaut hat. Schauen uns blöd an, ne? Machen so dumme Kommentare, lachen. Und mein Kollege dreht sich um und macht, ey, was lacht ihr Wichser da drüben, ne? Habt ihr irgendein scheiß Problem? Und ich sag zu ihm, ey, beruhig dich. Streck meinen Arm aus auf seine Brust, sag so, ey, beruhig dich, wir gehen jetzt, ne? Wir haben heute schon genug Ärger gehabt, wir gehen jetzt. Und genau in diesem Moment, als ich meine Hand ausstrecke, um ihn zu beruhigen, holt er aus seiner Jackentasche diesen mangogroßen Kieselstein und schmettert ihn so. Also wirklich, der schmettert ihn. Mit aller Kraft hat er ihn geworfen. Und der Stein fliegt direkt an meinem Gesicht vorbei und klatscht ungefähr eine Körperbreite neben dem Typen gegen die Wand. Also wirklich so auf Kopfhöhe. Digga, wenn mich dieses Ding getroffen hätte aus nächster Nähe, ich wäre da umgefallen und ich wäre heute nicht hier, sage ich euch ehrlich. Wenn mich das Ding am Kopf getroffen hätte, ich wäre entweder behindert oder ich wäre tot. Der hat mit aller Kraft besoffen diesen Stein geschmettert. Das war nicht irgendwie ein kleiner Kieselstein oder so. Wie gesagt, das war so ein Ding. Mango groß. Also die Jungs sind dann erstmal weggerannt, weil die gedacht haben, so der Typ ist absolut komplett durchgedreht. Der ist komplett durchgeknallt. Der Typ, mit dem brauchen wir uns gar nicht anzulegen, weil am Ende passiert irgendwas. Die sind weggerannt. Und ich stand da und ich habe mir gerade gedacht, scheiße Mann, einer meiner besten Jungs hat mich gerade fast umgebracht. Damals habe ich ihm dann schon eine Ansage gesagt. Habe gesagt, ey, pass auf, wenn sowas nochmal passiert, was an diesem Abend heute passiert ist, war es das mit uns. Ich gehe mit dir nirgendwo mehr hin, wenn du getrunken hast. Und dann ist die andere Aktion passiert, wo er mir mitten im Club eine Backpfeife gegeben hat, weil er rumgesponnen hat, weil er halluziniert hat. Und dann habe ich ihm gesagt, so ey, das war's, Ende. Nie wieder gehe ich mit dir irgendwo hin. Und wie gesagt, das ist jetzt schon 8 Jahre her, glaube ich, ungefähr. Und seitdem war ich mit ihm niemals wieder feiern. Einer meiner besten Bros. Ich war mit ihm nicht ein einziges Mal seitdem feiern. Weil, warum? Ich liebe ihn, ja. Aber ich habe erkannt, es gibt hier wirklich nur zwei Möglichkeiten, wie das ganze Thema mit dem enden kann. Entweder ich verrecke, weil irgendwie wir uns in eine scheiß Situation begeben, er killt mich vielleicht am Ende selber aus Versehen, oder wir landen im Knast wegen irgendwas.